Moin Mausfans, schön, dass ihr eingeschaltet habt in meinem Kanal hier bei YouTube. Ja, ich wollte euch heute das neue Puder vorstellen, und zwar Sun Glow von Catrice. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt erkennen. Das hat nämlich eine ganz tolle Wirkung. Vor allem bei diesen Temperaturen über 30 Grad glänzt man wie eine Speckschwarte. Mein absoluter Tipp: geht das bitte jetzt sofort kaufen in die Drogerie, am besten 10, 20, 30 davon. Nee, falscher Kanal. Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Mediencrew, dem Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mein Name ist Dominik Hammes. Ich sehe zwar anders aus als gewohnt, das liegt allerdings an diesen Temperaturen. Ich bin etwas in mich zusammengefallen und habe Herrn Körber quasi inhaliert. Das ist die pure Wahrheit. Wieso wir jetzt mit Video plötzlich hier aufwarten? Es geht eigentlich nur um eine ganz kurze Programminformation unsererseits, und zwar machen wir diesen ganzen Spaß hier jetzt ja in Audioform seit 5 Jahren, seit 2009. Viel ist passiert in dieser Zwischenzeit, und es wird noch mehr passieren. Denn nächste Woche, bevor wir uns dann in unsere 6-monatige Sommerpause verabschieden, werden wir mit euch Geburtstag feiern. Wir dachten, da sind wir euch einfach verpflichtet, dass wir eine kleine Geburtstagssendung machen. Und zwar am nächsten Mittwoch ist es soweit. Datum ist der, lasst mich kurz gucken, 18. Juni 2014, und los geht die ganze Party online, denn da geht's weiter. Immer um 19:30 Uhr, schreibt der Hannes hier zumindest. Dann muss es stimmen, das ist eine verifizierte Quelle unsererseits, beziehungsweise meinerseits. Herr Hammes ist eigentlich die einzige Quelle, der ich absolut und zu 100% Vertrauen schenke, ohne es nachzuprüfen. Und deshalb solltet ihr auch davon ausgehen. Was erwartet euch? Es erwartet euch eine Live-Sendung. Mediencrew Live ist mal wieder angesagt. Das heißt, um 19:30 Uhr solltet ihr auf mediencrew.de klicken, dort unseren Livestream. Und dann gibt es auch einen Chat dazu. Da könnt ihr euch mit den anderen Leuten unterhalten. Und ich unterhalte mich mit Herrn Hammes und mit ein paar anderen illustren Gästen. Das werden so zwei Partys voneinander getrennt. Jetzt geht dahin das Licht aus. So. Das werden zwei Partys voneinander getrennt. Ihr feiert für euch, wir feiern für uns. So hat jeder seinen Spaß, und keiner geht nachher traurig von der Party und sagt: Boah, war das aber scheiße. Gab kein Alkohol, gab keine Frauen, gab keine Partyhütchen. Nee, ihr könnt das gern für euch organisieren. Hauptsache, ihr seid mit dabei und klickt in den Stream. Also nächsten Mittwoch am 18. Juni um 19:30 Uhr die Live-Ausgabe 5 Jahre Mediencrew. Ich frage mich, wie lange wir das noch machen werden. Vor 5 Jahren hätte niemand gedacht, dass wir überhaupt 5 Jahre machen, geschweige denn 5 Sendungen. Jetzt klebt ihr uns seit 172 Folgen irgendwie am Schuh fest, ja, und wir kriegen euch nicht mehr los. Das ist aber ganz gut so, wir sind noch froh drum, und es hat sich einfach so ergeben. Wir sind da echt dumm reingeschlittert in die ganze Situation. Wir hoffen, ihr habt dafür Verständnis, haltet uns weiterhin die Treue, und wir würden uns freuen, wenn wir uns hören. Vielleicht schaltet ihr euch ja auch dazu per Skype, ist auch möglich, nächste Woche bei uns in der Live-Sendung. Und dann, wie gesagt, mindestens erstmal 6 Monate Sommerpause, wenn nicht sogar länger. Vielleicht fahren wir aber auch komplettes Kontrastprogramm und sagen: Scheiß auf die Sommerpause, wir machen einfach durch und gehen im Winter in eine Winterpause, in unseren Winterschlaf, denn Kühe haben es sich verdient. Das war unsere kleine Ansprache zum wann immer ihr es auch gucken mögt. Heute ist jedenfalls der Biebte, und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht hier im Internet. Macht nichts Unanständiges, Freunde, wenn ich mich hier umgucke. Da gibt es viele Möglichkeiten dazu. Und wir hören uns dann nächste Woche ohne Bild. Wird eh überbewertet. Ist Schwachsinn. Ihr seht ja, wie blöd das ist. Ich muss das iPhone hier selbst halten auch noch. Ich habe nicht mal ein Stativ, kein ordentliches Mikro. Muss mich hier nur mit so billig Apple-Kopfhörer behelfen. Video wird überschätzt. Ganz klar. Grimme Online Award 2015. Wir kommen, ja, und zwar mit diesem Video. Mindestens. Tschüss.